Top 10 heute. 10 unheimliche Fakten über Spinnen. Dann krabbeln wir mal durchs Netz. Nummer 10. Sie verstecken sich gerne im Ohr. Neulich gab es einen Fall in China, wo eine Spinne 5 Tage im Gehörgang einer Frau gelebt hat. Das Tier ist während des Schlafs ins Ohr gekrabbelt und der Ohrenarzt musste die Spinne quasi rausspülen. Ich mache heute Nacht kein Auge zu, Leute. Nummer 9. Sie verstecken sich gerne im Essen. Ja, und gerade bei giftigen Spinnen, wie zum Beispiel der brasilianischen Wanderspinne, hört der Spaß dann schnell auf, denn der Biss kann tödlich sein. Diese fiese Spinne wird auch Bananenspinne genannt, weil sie sich gerne dort aufhält. Da schaut man bei der Ernte lieber 2-mal hin. Nummer 8. Fliegende Spinnen. Spinnen bauen nicht nur Netze, es gibt da tatsächlich kleine Spinnen, die feine Fäden spinnen, die sie durch die Luft fliegen lassen. Einige von ihnen können 25 Tage am Faden hängen und das ganz ohne Nahrung. Nummer 7. Spinnen können ihre Beute verflüssigen. Wie soll das denn gehen, fragt ihr euch? Ich erklär's euch. Einige Spinnen lähmen ihre Beute nämlich zunächst, um ihnen anschließend ein Sekret zu injizieren, das innere Organe schmelzen bzw. verflüssigen lässt. Sie saugen dann diese Flüssigkeit raus, sodass nur noch der hohle Körper der Beute übrig bleibt. Guten Appetit! Nummer 6. Tödliches Gift. Ja, einige Spinnen sind wirklich gefährlich für den Menschen. Der Biss einer australischen Funnel-Web-Spider zum Beispiel ist stark genug, um Schuhe zu durchlöchern. Und ihr Gift hat schon Kinder in 15 Minuten getötet. Unvorstellbar, wenn einen nicht mal die eigenen Schuhe schützen können. Also ich schaue jetzt immer auf den Boden, wenn ich spazieren gehe. Nummer 5. Spinnen am Himmel. Ja, wie funktioniert das wohl? 2013 haben nämlich tausende Spinnen den Himmel der brasilianischen Stadt Santo Antonio da Platina überdeckt. Sie bewegten sich über gigantische Netze, die sie unter anderem zwischen Telefonmasten gewebt hatten. Viele Spinnen regneten förmlich nach unten. Unglaublich! Nummer 4. Menschenjagende Spinnen. Hey, hört richtig, sowas gibt's auch. Bestimmte Arten von sogenannten Walzenspinnen nämlich jagen instinktiv Objekte, die weglaufen, darunter auch Menschen. Eigentlich jedoch jagen sie den Schatten des weglaufenden Menschen, um sich vor der Sonne zu schützen. Ja, dann sind sie immer schön im Schatten. Weiter zu Nummer 3. Spinnengift kann Erektionen verursachen. Der Biss einer brasilianischen Wanderspinne, also diese Spinne, die sich zwischen Bananenstauden versteckt, löst eine 4 Stunden lange Erektion aus. Seitdem das bekannt ist, wird das Gift der Spinne von Wissenschaftlern untersucht, in der Hoffnung daraus ein Medikament gegen Erektionsstörungen zu entwickeln. Weiter zur 2. Es gibt Spinnen, die Haare schießen, muss man sich mal vorstellen. Also bei bestimmten Vogelspinnen, wenn man die verängstigt, schießen sie mit Hilfe ihrer Hinterbeine stachelige Haare auf den potenziellen Feind. 2010 wurde deswegen ein Mann aus England fast blind, da diese fiesen Brennhaare, wie sie auch genannt werden, die Hornhaut seines Auges trafen. Na, hoffentlich geht's ihm wieder gut. Und wir kommen zur Nummer 1. Ein Spinnengift, das Haut verätzt. Das Gift der Webspinne Loxosceles reclusa zerstört das Hautgewebe rund um einen Biss. Innerhalb von Stunden wird die Wunde immer größer. Eine amerikanische Frau hat sogar einen Großteil von ihrem Ohr verloren und wurde nach dem Biss fast blind. Unglaublich. Ihr seht, die kleinen Spinnentiere haben es ganz schön in sich. Schreibt eure Erfahrungen mit Spinnen in die Kommentare unten. Vielleicht mögt ihr ja sogar Spinnen. Links geht's zu Dein Zoo. Das ist mein Kanal rund um die wunderbare Tierwelt. Und hat dir dieses Video hier gefallen, dann kannst du es wie immer hier rechts mit einem Klick auf Facebook teilen. Danke und auf Wiedersehen!